Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Bossguide-Reihe für den letzten großen Raid im Lichtking-Universum, der Eiskron-Zitadelle. Hier bekommt ihr einen kurzen Überblick über die wichtigsten Fähigkeiten, ob ihr auf etwas Besonderes vorbereitet sein müsst und was es sonst noch so zu beachten gibt im komprimierten Format. Außerdem machen wir am Ende des Videos nochmal einen Schwenker zum Hero-Modus bzw. der 10er-Version und den entsprechenden Änderungen dort. Wenn ihr Lust auf mehr WoW-Inhalte habt, Videos gibt's regelmäßig, daher lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Wie gesagt, hier geht's eher darum, einen Überblick zu bekommen oder aber das Gedächtnis ein wenig aufzufrischen. Die gezeigten Empfehlungen und Taktiken gibt es wie immer in verschiedenen Formaten. Ich zeige hier lediglich eine Möglichkeit. Da das nun geklärt ist, ab zum vierten Boss. Todesbringer Zaofeng. Dieser Boss ist von den Fähigkeiten jetzt nicht ultra kompliziert, aber kann, zumindest mit Blick auf den Hero-Modus, doch schon eine Herausforderung werden. Die Taktiken bauen auch immer auf der heroischen Variante auf, sodass einige Sachen auf normal vielleicht so wenig Schaden machen, dass man sie im Zweifel auch einfach ignorieren kann. Ich empfehle aber generell, die Fähigkeiten einfach richtig zu spielen. Hier haben wir jetzt von Anfang bis Ende nur eine Phase, der Ablauf ist also erstmal unverändert. Aber umso länger der Kampf geht, umso ekliger wird er. Und damit kommen wir zur Zusammenstellung. Wir wollen zwei Tanks, 3 bis 5 Heiler, das variiert ziemlich stark mit euren DDs, umso stärker die sind, umso weniger Heiler braucht ihr, ich empfehle für den Anfang 5 und den Rest DDs. Im 10er sind es dann 2 Tanks, 2 Heiler und auch hier den Rest DDs. Wie gesagt, die Heiler variieren ziemlich stark, umso mehr Power eure DDs mitbringen, umso kürzer ist der Kampf und umso weniger müssen wir auf spezielle Fähigkeiten achten. Aber dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Und damit schauen wir uns mal den Ablauf an. Bevor der Boss losgeht, gibt es erstmal ein kleines RP-Intermezzo. Und zwar jedes Mal. Das gibt uns die Zeit, uns in Ruhe aufzustellen. Wir belassen den Boss da, wo er ist, lassen ihn also zum Teleporter schauen und unsere Nahkämpfer sind direkt hinten dran. Die Fernkämpfer und Heiler verteilen sich im Halbkreis von ihm entfernt und müssen mindestens 12 Meter Abstand voneinander haben. Der Boss hat erstmal passiv direkt schon mal 2 Fähigkeiten. Einmal die Blutmacht, was seine Ressource ist, die er im Kampf übersammelt und ihn 1% größer macht, aber vor allem erhält er damit auch 1% mehr Schaden pro Punkt. Und die Blutverbindung, welche dafür sorgt, dass er durch seine beschworenen Kreaturen, da kommen wir gleich noch zu, und den Einsatz seiner Fähigkeiten eben diese Ressource generiert. Das heißt, er wird über den Kampf generell erstmal regelmäßig stärker und auch wieder schwächer. Diese Ressource kann und wird er aber auch ausgeben, und zwar für das Mal des gefallenen Champions. Dieses macht er bei 100 Blutmacht auf einen zufälligen Spieler und sorgt gleich für 3 verschiedene Dinge. Zum einen bekommt der Spieler ca. 7000 Schaden pro Sekunde. Dann wird der Nahkampfangriffsschaden vom Boss auf unsere Tanks auch auf Spieler mit dem Mal übertragen. Und wenn der Spieler sterben sollte, heilt sich der Boss um 5%. Wir wollen also verhindern, dass die Spieler mit dem Mal sterben. 5% klingt im Normalmodus noch recht wenig, sodass man auf die Idee kommen könnte, Spieler einfach sterben zu lassen. Aber spätestens auf Hero sind es dann 20%, von daher heilt die Spieler besser hoch. Eine Heilereinteilung für den Debuff ist hier sehr zu empfehlen. Paladine können mit ihrer Flamme des Glaubens sehr gut dafür genutzt werden. Am besten, wenn es ein Nahkämpfer mit dem Mal ist, damit dieser via Glyphe Heiliges Licht direkt noch die Nahkämpfer dauerhaft mitheilen kann. Wenn ihr das noch weiter optimieren wollt, könnt ihr die Leute auch während des Kampfes in eine Gruppe zusammen mit einem Schattenpriester bzw. Heiligpriester packen, denn der Schattenpriester heilt zusätzlich passiv mit Vampirumarmung und der Heiligpriester kann mit Sachen wie Kreis der Heilung glänzen. Und dadurch, dass es eine Fähigkeit von ihm ist, bekommt er natürlich, umso mehr Male im Raid sind, auch schneller wieder seine Ressource, um weitere zu machen. Das ist also unser Soft Enrage. Irgendwann sind es, bei zu wenig Schaden, einfach zu viele. So oder so bleibt das Mal bis zum Ende des Kampfes und diese Leute dürfen wie gesagt nicht sterben. Als nächstes kann er kochendes Blut. Diese Fähigkeit geht auf 3 zufällige Spieler, macht für 15 Sekunden alle 3 Sekunden 5000 Schaden und muss gegengeheilt werden. Da aber auch diese Fähigkeit ihm Blutmacht gibt, sollte dieser Effekt mit Sachen wie Hand des Schutzes sofort von den ersten Spielern entfernt werden. Das ist ein physischer Effekt und verschwindet damit. Der Schaden ist zwar nicht unglaublich hoch, aber wir wollen das erste Mal des gefallenen Champions so lange wie möglich verhindern. Daher sollte diese Fähigkeit, wenn möglich, solange es geht, entfernt werden. Darüber hinaus, wie gesagt, einfach hochheilen. Daher das direkt auf 3 Spieler macht, werden wir das nicht allzu lange aufhalten können, aber solange es geht, sollten wir das tun. Gut, kommen wir zu den Blutbestien, die zweite sehr wichtige Fähigkeit hier. Er beschwört um sich herum 5 Adds, die zwar eine normale Akroliste haben, aber nicht im Nahkampf getankt werden dürfen. Jeder Angriff von denen bringt durch die Blutverbindung dem Boss mehr Blutmacht. Außerdem erleiden die 95% weniger Flächenschaden, also wegbomben ist leider nicht. Im Idealfall weist ihr einfach jedem Add 2 Fernkämpfer zu, die diese dann töten. Das funktioniert aber normalerweise nicht ohne extra Verlangsamungseffekte wie Frostfalle vom Jäger, Schubsen von der Eule oder Betäubungseffekte wie zum Beispiel
Beispiel von Destro-Hexern. Effekte wie Furcht oder Verwandlung gehen zwar nicht, aber wie gesagt, Wurzeln, Verlangsamungs- und Betäubungseffekte schon. Und diese sollten auch eingesetzt werden. Sollten die Gegner doch mal zu nahe kommen, lauft. Diese haben erstmal Prio von den Fernkämpfern. Daher sollte auch jeder von denen erstmal auf diese gehen, bevor sie sich wieder um den Boss kümmern. Auch zum Beispiel die Eisketten von dem DK sind ja echt Gold wert, um die Bestien massiv zu verlangsamen. Nahkämpfer sollten diese schadenstechnisch einfach ignorieren, weil ein Aggro-Ziehen hier eher kontraproduktiv ist. Aggro-Ping-Pong kann aber generell natürlich gemacht werden. Wenn ihr den Boss in Richtung Porter schauen lasst, sollten die Adds immer im gleichen Muster erscheinen. Direkt vor ihm eins, links vorn und rechts vorn eines und dann links und rechts hinter ihm auch jeweils eins. So könnt ihr diese dann noch einteilen. Oder ihr lasst es halt einfach von einem Boss-Mod bzw. eine Wieg-Aura mit Symbolen machen. Dann kommen wir zu Blut Nova. Das ist der Grund, warum unsere Fernkämpfer 12 Meter voneinander entfernt stehen. Wenn alle zusammenstehen würden, bekommt der Boss entsprechend schnell Blutmacht und jeder würde 10.000 Schaden erleiden. Durch das Verteilen hebeln wir diese Fähigkeit aus. Es reicht auch, wenn nur 10 Leute außerhalb platziert sind. Und die Heiler könnten sich gegebenenfalls einfach zu den Nahkämpfern stellen. Wenn es weniger als 8 sind, dann geht die Fähigkeit auch in die Nahkämpfer. Daher stellt sicherheitshalber 10 nach draußen. Solltet ihr euch dafür entscheiden, die Heiler in Nahkampfreichweite zu stellen, dürfen die unter keinen Umständen alles rausballern, wenn gerade die Bestien kommen. Priester mit Verblassen eignen sich hier sehr gut, aber ein Aggro-Baum, der gerade dann Gelassenheit zündet, könnte schnell tot sein. Das heißt auch, dass die eingeteilten Fernkämpfer sofort und ohne Verzögerung auf die Adds gehen müssen, damit eben die Heiler keine Aggro haben. Das nächste ist für unsere Tanks und nennt sich Rune des Blutes. Ist recht einfach. Wenn der MT diesen Effekt hat, muss der andere abspotten. Ansonsten bekommt er pro Hit zusätzlich 8000 Schaden, aber vor allem heilt sich der Boss um den zehnfachen Wert. Und da sich der Kampf schon lang genug hinzieht, wollen wir das vermeiden. Also wechseln wir hin und her. Und die letzte Fähigkeit ist sein Soft Enrage. Dieser schenkt dem Boss weitere 30% Angriffsgeschwindigkeit, wenn er 30% Leben erreicht. Das heißt aber nicht nur, dass unsere Tanks mehr Schaden erleiden, sondern alle mit dem Mal auch, da er seine Angriffe auch auf diesen Schaden machen. Der Kampf wird also ekliger, umso näher er Richtung 0% geht. Daher sollte der Kampfrausch bzw. Heldentum auch erst unter 30% Boss-HP ziehen. Also Zusammenfassung. Die Fernkämpfer stellen sich hinten jeweils 12 Meter voneinander entfernt auf, damit ihr die Blutnova ignorieren könnt. Das kochende Blut muss, solange ihr könnt, mit Sachen wie Hand des Schutzes entfernt werden und ansonsten hochgeheilt. Das Mal des gefallenen Champions wird immer schneller gemacht und die Personen dürfen nicht sterben. Wenn die Blutbestien kommen, verlangsamt und tötet sie. Die dürfen niemanden im Nahkampf erwischen. Die Tanks wechseln sich beim Tanken ab, sofern einer die Rune des Blutes hat. Und ab 30% legt der Boss nochmal 30% Angriffstempo mit drauf, daher hier Kampfrausch bzw. Heldentum ziehen und den Boss so schnell wie möglich umhauen. Ja, und wenn ihr das bis zum Ende ruhig runterspielt, ist auch der letzte Boss in der unteren Zitadelle bezwungen und ihr könnt euch als nächstes einen von drei Flügeln aussuchen. Dann noch ein paar generelle Anmerkungen. Denkt dran, der Guide dient zur Vorbereitung auf die Hero-Bosse. Es ist durchaus möglich, den im normalen Modus mit 2-3 Heilern zu spielen, gerade wenn 2 davon Paladine sind. Aber dafür sollte denn der Schaden auch stimmen, je nachdem wie eure Gruppe zusammengestellt ist. Und dann noch zum Boss selber, zieht als DK die Armee der Doofen ca. 3-5 Sekunden bevor der Kampf losgeht und nicht später, da die sonst Probleme mit den Blutbestien verursachen. Ein Effekt, der die Heilung reduziert, wirkt nicht auf die Heilung, die formal ausgeht, und er macht mehr Schaden, umso mehr Blutmacht er hat. Das heißt, den gesamten Kampf über schwankt der Schaden um bis zu 100%, da er ja, wenn er voll ist, das nächste Mal macht und seine Ressource dann wieder runtergeht. Das sollten die Heiler im Auge behalten. Gut, was haben wir nun im Hero-Modus? Erstmal haben wir hier nur 6 Minuten bis zu seinem Enrage. Das sollte aber eigentlich kein Riesenproblem sein, denn mit 5 Heilern war der Boss nach 4 Minuten auf dem PTR tot. Dann können die Blutbestien bzw. der Boss Blutgeruch, was die Spieler um 80% verlangsamt und den Schaden der Bestien um 300% erhöht. DDs sind also ziemlich tot, wenn die zu nah rankommen. Mit Kiten und Ziehen wird es dann auch schwierig, daher sollten genug Verlangsamungs-, Betäubungs- und Schubseffekte auf die Adds gehen, damit sie tot sind, bevor sie die Spieler erreichen. Zur Not gehen aber Sachen wie Blinzeln oder das Hexenmeisterportal immer noch als Notnagel. Dann halt das Mal Saufhäng um 20% statt um 5, wenn ein Spieler damit umkippt. Es ist also nochmal deutlich wichtiger, diese hochzuheilen. Und der Boss erhält generell mehr Blutmacht. Stellt euch also auf 5-7 Male des gefallenen Champions bei einem normalen Setup ein. Und natürlich macht alles generell mehr Schaden und hat mehr HP. Was haben wir für Änderungen im 10er? Wie immer ist auch hier der Schaden- bzw. HP-Modifikator kleiner, aber das ändert nichts an der eigentlichen Taktik. Zwei wichtige Details gibt's aber. Zum einen erscheinen nur 2 Blutbestien. Diese sind auch recht einfach zu handeln, erfordert natürlich aber, dass ihr um die 4 Fernkämpfer dabei habt. Und als zweites solltet ihr im 10er mit ca. 2 Malen des gefallenen Champions rechnen. Ist damit dann auch deutlich einfacher als im 25er.
Okay, damit haben wir den vierten Boss von der Eiskron-Zitadelle durch. Ich hoffe, ich konnte eine Auffrischung für den Boss geben und ihr könnt nun voll in die vierte Phase von Lich King starten. Und für alle, die noch mehr sehen wollen, alle Bosse der Phase werden von mir einen Guide erhalten. Würde mich freuen, wenn ihr erneut einschaltet. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß und Erfolg noch bei den Raid-Bossen und wir sehen uns dann vielleicht auch beim nächsten Video.